Und damit herzlich willkommen zurück zu einem neuen Part Fußballmanager 13, unsere Karriere mit der Hertha, und wir befinden uns in Saison 2 und versuchen weiter, unsere Mannschaft nach unseren Wünschen zu gestalten und auszubauen und zu verstärken und zu verbessern, zu tunen, zu pimpen, so was auch immer. Ihr wisst, was gemeint ist. Şahin wechselt endgültig nach Dortmund. Deutet sich ja auch im realen Leben dieser Wechsel an, dass Gündogan nach Real geht und dafür Benzema und Şahin nach Dortmund. Lass mal das mal so stehen. Benzema in der Bundesliga. Nuri Sahin hat sich am scheinbar offensichtlich richtig gut entwickelt. Also die 6 Millionen werden Schnäppchen sein, sage ich euch. Benzema 1,5 und die hätte ich gern. Die hätte ich auch gern, die hätte ich gern. Die hätte ich gern. Ach Leute, zahlt mir auch einfach den vollen Preis, wisst ihr das? Hier sage ich 280.000 ist okay. Hauptsache weg. Weg. Einfach weg. Ich brauche das Geld, das große Geld, damit ich mir Januzaj ausleihen kann. Der wäre wirklich, der würde unsere erste Mannschaft. Vielleicht könnte ich dafür an Alakri gehen lassen und wieder ein bisschen Kohle generieren, versteht ihr? So müssen wir denken, weil Mukta soll dadurch nicht weg. Sturm ist einer für die zweite Mannschaft, dieser junge Nachwuchs-Belgier. Und immer noch keiner weg. Mann, da leckt mich doch am Zack. Einigt euch doch endlich mal mit den Spielern, damit ich hier vorwärts komme. Ja, richtig. So, Sturm war auch ablösefrei. Das heißt, er müsste die Sprache Deutsch können. Sieht von den Werten hier jetzt nicht so schlecht aus, ne? Der hat viele, die relativ nah an der 70 sind, und die kann man relativ schnell. Kann man die nach oben pushen? Pushen. Auch relativ torgefährlich, wobei ich das Wort relativ häufig benutze. Aber das soll uns jetzt erstmal relativ egal sein und uns nicht stören. Oh Gott, ich habe relativ einen an der Klatsche. Du kommst auf jeden Fall erstmal in die Reserve. Und dann gucken wir mal, Deutsch müsste dabei können. Das sollte kein Thema sein, jawohl, kann er. Holländisch und Deutsch in der U19 der belgischen Mannschaft. Auf solche Leute müssen wir bauen. So, da sind wir uns schon fast einig. Das heißt, wir können mal versuchen, auf 75.000 runterzugehen. Zu verschenken haben wir ja nichts. Ja, die ganzen Kleckerbeträge, da seid ihr dabei, ne? Ja. Das merke ich schon. Nein. Oh, bitte, 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 komm. Jetzt habe ich einen Fehler gemacht. Einmal zu viel gedrückt. Und Juárez kommt nicht. Naja, ist jetzt weniger dramatisch. Weil wir ja noch ein paar Alternativen haben, wie gesagt, jetzt, aber der wäre ein guter rechter Verteidiger geworden. Townsend, dann sagen wir halt 175.000. Ramos, immer noch 2 Millionen, da hätte ich gern dran festgehalten. Genau wie bei Ilicic, möglichst nah an die 2 Millionen ran. Wien, Wiesbaden ist raus, das ist klar. Hätte mich auch gewundert, wo die das Geld hernehmen. Komm, hier muss doch langsam mit klappen. Ihr seid doch alle so kurz vor der 1,5. Leute, Leute, Leute. Dann sage ich jetzt hier annehmen. So. Klar kann man da noch mehr rausschlagen, aber ich brauche die Spieler.
Hier gehen wir mal auf 85 runter. Können nachher immer noch hoch. So, Semedo. Talentierter Innenverteidiger. Ja, 250.000. Standardprozedere. Ja, Juarez kriegen wir nicht. Hauptsache der eine springt nicht ab. Das wäre bitter. Ja, nein. Ach, hier doch, abgelehnt. Fuck. Müssen wir direkt nochmal probieren. Oh Gott, ist der Townsend schlecht. Oje. Kein Verein an Peter Pickerick interessiert, das war klar. Dann probieren wir es mal mit der 3,5 Millionen. Das würde mir auch reichen. Sieht aber nicht so aus, als würde mir hier 1,8. Na, immerhin. Ich weiß gar nicht, warum man die Mindestablöse von 2,1 einstellt, wenn dann doch alle darunter Geld bieten können. Das ist irgendwie, hat EA da einen Riesenbug drin, keine Ahnung. Oder ich verstehe diese Funktion der Mindestablöseforderung nicht. 67. Irgendwie ist das komisch, echt. Ich verstehe so manches nicht, EA. Schon Haare raufen, wenn ich welche hätte. Natürlich habe ich Haare, ja, Spastis. Oh Mann. Na super. Kein Verein an Kamper interessiert. Aber ich glaube, hier haben wir schon auf OK gedrückt mit dem einen. Ne? Kamper, 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 Kamper. Kann ich gar nicht sehen. Kein Verein an Hesse. Wo haben wir jetzt den einen hin? Nein, jetzt haben die hier nicht angezeigt. Habe ich schon weggeklickt. Ach, manchmal bin ich auch ein Vollmongo. 500. Und wenn da immer noch keiner will, dann halt ablösefrei. Uhr habe ich angemacht, jawohl. Teixeira erreicht nochmal ein Trainingsziel, jawohl. Und dafür vergisst er aber, dass er ein altes erreicht hat. Oh Mann, du verlorst. Okay, das. Das. Transferhistorie. Was hier? Ja, hier Albert. Zack. Bitte unterschreib nirgendwo anders, Mann. Ich will dich doch haben. Du bist unter meiner Beobachtung, Freund. Das ist quasi ein Lob an dich. Townsend ist jetzt mal auch zu schwach für die erste Mannschaft, aber wird rangeführt und dann in die zweite übernommen. Erste Mal. So, ansonsten ruhig weiter bis zum nächsten Spiel. Das nehmen wir noch mit. Noch ein bisschen, dann habt ihr es. Nur ein ganz kleines bisschen. Bakali. 100.000, jawohl. Leider ohne Kaufoption. Philipp Sprint geht, sehr gut. So, hier noch ein bisschen mehr, bitte. Hier noch ein bisschen mehr. Hier geht ein bisschen mehr. Das ist okay.
22 Tage Jahreshauptversammlung. Ja, könnte haben. Ja, ist nicht schlimm. Abderrahmen nach Augsburg, Amberg, wollte schon sagen, Augsburg. Hätte mich gewundert. Philipp Sprint bringt auch nicht mega Geld ein. Sie konnten sich nicht mit St. Pauli über eine Ablösesumme. Oh Mann, ey. Da hat wirklich nur noch 100.000 gefehlt, das ist nicht wahr. Und weiter, damit wir zum Spieltag kommen. Und vielleicht zum ersten großen Verkauf irgendwann. Die haben niemals das Geld dafür. 1,6. Sag ich mal ja. Hier müsste mehr gehen. Mehr zahle ich nicht. Counter ist okay. Ist okay. Boah, dann halt 300.000, Alter, wie viel Geld willst du denn? Abzocker, du Kleiner. Das ist halt der Nachteil an den ablösefreien Spielern, die wollen viel Gehalt. Und da steht das Spiel vor der Tür. Vor der Tür her. Ja, den Abwehrspieler haben wir jetzt. Der bleibt auch erstmal in der ersten Mannschaft als Alternative. Noch ein Talent für die Abwehr. Davon haben wir ja noch nicht genug. Also wenn uns irgendwo nicht mangelt, dann in der Innenverteidigung an Talenten. Wird wir da mittlerweile an Talenten zusammen haben? Ich glaube, da ist so mancher Verein neidisch. Und Jan Husay würde uns echt weiterhelfen, der Typ. Wenn ich denn echt mal genug Geld da mittlerweile zusammen hätte. Das wäre ein Dream. German Dream. Vandenborre hat auch gut Führungsqualitäten, also in der Hinsicht auch nochmal ein sinnvoller Transfer. So, dann können hier noch ein paar rein. Lukas Sima spielt endlich von Anfang an. Sporch hat auch schon weg. 1,5 Millionen an Transfer. Das heißt, Jan Husay, Leihangebot, 350 war das, oder wie war das? Naja, 3,5 Millionen, ist ein bisschen happig. Und Kaufoption war 7,5 für das Riesentalent. 7,5. So, und jetzt können wir hier noch ein bisschen nach oben. Können sagen, 450.000 für Jan Husay. Damit fangen wir an. Der wäre wirklich, könnte uns riesig nach vorne bringen. Hier der Prinz Albert wird ins Blickfeld genommen, damit wir den ja nicht vergessen. Und ja, mal schauen, was dann noch so passiert. Das Spiel haben wir, wie gesagt, noch. Weine nicht, wenn der Regen fällt. Dam, 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 dam. Denn es gibt einen, der zu dir hält. Dam, 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 dam. Marmorstein und Eisen bricht, aber unsere Hertha nicht. Alles, alles geht vorbei, doch wir sind uns treu. Gute Überleitung auf die Fanta 4. Die haben wir nämlich vorne im Sturm, die Fanta 4. Wer hat bei uns eigentlich die Rückennummer 4? Gar keiner, vermutlich mal. 1, 1, 2, 3, die 4. Peter, Pekarik und ansonsten keiner. Ja, so viel dazu. Emanuel Badu über Interesse verärgert, ist mir scheißegal. Ganz
ganz ehrlich, ey. Sascha Burchert, traurig über Abschied. Ja, so sind die Wege, trennen sich, mein Freund. Du willst hier bestimmt auch spielen und das kannst du bei uns nicht. Och, ihr seid alle verärgert. 250, 500, 5000, 625.000, 280.000. Wenigstens ein bisschen Geld zusammenbekommen. 65, 67. Scheint logisch. Zack. So, dann gehen wir mal hier in die Team-Dingsbums und reden mal mit so ein paar Leutelchens. Du musst stärker werden, Badu. Schon wieder super gespielt. Wir wissen ja, dass du es kannst. Ja, Benatira, du müsstest dich endlich mal bei Flanken verbessern. Dann wärst du auf der Position wertvoll. Oh, sogar ist schon wieder ein Neuzugang. Naja, wenn es sein muss. Schulz, sie muss stärker werden, um sich besser durchzusetzen. Alagri, ja, pff. Werd mal stärker, wenn du noch bei uns bleibst. Also wenn wir Janosai kriegen, dann müsste Alagri eigentlich gehen. Das können wir uns gehaltstechnisch nicht leisten. Honey muss stärker werden. Ditweiser. Alvarez könnte stärker werden. Ditweiser. Tassi ebenso. So, und dann haben wir noch Semedo. Herzlich willkommen, altes Haus. Und Andrade haben wir gerade kein Gespräch übrig. Aber das macht ja nichts. So, das da. Im zweiten Spiel will ich mal Brickisch sehen und Andrade sehen und Semedo sehen. Und ab geht's. Ich will sehen, dass ihr Gras frisst. Kommt ja nicht, wir wollen nicht machen, wir dort eine Aufnahme, die schon wieder Überlänge hat. Alle Spiele aufwärmen, damit wir zur Halbzeit wieder schön durchwechseln können. Ja, 2-0 Führung ist okay, sind aber wie gesagt auch keine Gradmesser, sondern einfach nur, dass die Spieler ein bisschen Spielpraxis sammeln. Und ja, dann schauen wir mal. Gabriel Silva ist auch nicht gerade im super Selbstvertrauen ausgestattet hier. Aber was will man erwarten? Vertrag wurde nicht verlängert, woher soll es kommen? Ja, gut, der wollte scheinbar... Ne, den lass mal eiskalt durchspielen. Ist mir egal. Vandenberg kommt für Silva, der hat ein gutes Spiel gemacht. Roschogai für... Badu, der auch ein gutes Spiel gemacht hat. Mukhtar, Schulz, Tassi und Lasogga, der sogar stärker ist als Teixeira mittlerweile. Und Victor Andrade trifft. Geht doch. Zack, runter auf den. Und es bleibt beim 3:0. Ohne Lasogga-Tor. Aber mit einer Vorlage. Nicht schlecht. Hat bisher das Rennen gemacht im Sturm vorne. Schrie was. Ja, da müssen wir ein bisschen drauflegen wieder. Na super. Aber ich denke, 200.000 tun uns nicht weh und sollten doch fair sein. So, der für 1,5. Bei Dings haben wir, glaube ich, 1,6 gesagt, ne? Deswegen lassen wir die Verhandlungen mal platzen. Hier akzeptieren wir für 1,4.
Hier bei 1-1. Hier können wir noch ein bisschen verhandeln, damit so langsam mal die Abschlüsse kommen. 125.000. Julian Queen, Bacani. 110.000. Bitte scheiter nicht, ey. Das könnte ich mir noch nicht verzeihen. Nein, nein, nein. Dam, 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 dam. Bonanza. Bacali gescheitert. Nee, warte mal. Abgegeben, abgegeben. Felix Bastians gescheitert. Oh, leck mich doch. Grau mir doch den Sack, ey. Da gibt es nicht. Ramos gescheitert. Aber ist ja nicht schlimm. Ja gut. Damit machen wir auch erstmal Schluss für hier. Ich nehme jetzt noch eine weitere Folge auf in der Session und dann ist auch für mich Schluss. Ich bedanke mich fürs Zuschauen, wünsche euch weiterhin einen schönen Tag und sage bis zum nächsten Mal. Ciao.